Schon vor 10.000 Jahren wurde die Troja-Linse angebaut. Der Name verrät auch schon die Herkunft. Ja, sie stammt nämlich aus Vorder- und Mittelasien. Hierzulande wird sie vorwiegend in Spanien angebaut. Als arme Leute essen, diente die Linsensuppe über Jahrtausende als wichtigste Nahrungsquelle auf der Welt. Und aus diesem Grunde wurde sie sogar zum Superfood im Jahre 2016 gekürt. Reich an pflanzlichem Eiweiß, mit vielen Mineralien und Vitaminen ist sie ein optimaler Begleiter in der täglichen Ernährung. Die geschmackliche Note liegt bei erdig bis nussig. Sie verspricht ein würziges Aroma. Nach der 30-minütigen Garzeit hat die Troja-Linse eine mehlige bis mußige Konsistenz, was Hinweise für die Art der Zubereitung liefern kann. Die Troja-Linse gehört zu den Tellerlinsen und kann für viele verschiedene Gerichte eingesetzt werden. Egal ob Linsensuppe oder Linsenpüree, ja, für jeden sollte da etwas dabei sein. Ja, meine Lieben, noch mehr Infos zur Troja-Linse und auch Rezepte findet ihr auf unserer Webseite. Schaut doch einfach mal unter das Video, da findet ihr einen Link. Wir wünschen nun guten Appetit und bis bald.